Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert, kommentiert, lasst einen Daumen nach oben da und besucht mich auf Instagram und Twitter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Review hier bei mir auf dem Kanal. Und heute schauen wir uns folgende Figur an, den Piccolo Daimyo oder Oberteufel Piccolo oder junger König Piccolo, wie auch immer, von Bandai Machinations aus der SH Figuarts Reihe. Und das ist eine Figur, auf die hat die Community sehr lange gewartet, wurde auch überraschenderweise kurz vor der Gamescom letztes Jahr angekündigt. Und dort habe ich die schon in einem Schaufenster gesehen und ich war sehr begeistert davon, wie diese Figur aussah. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die innerhalb ihres Blisters aussieht, damit ihr mal seht, was da eigentlich alles bei ist so an Extras. Und das ist schon eine ganze Menge. Und die Figur scheint auf den ersten Blick auch richtig groß zu sein. Wir werden dann gleich im Detail nochmal uns die Figur angucken und auch den kleinen Goku daneben stellen. Und deswegen sage ich, gehen wir mal eben rüber in die Review-Ecke. Und hier haben wir Oberteufel Piccolo nun außerhalb der Verpackung. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ist diese Figur wirklich riesig. Sie passt kaum in den Bildausschnitt und ich musste ein bisschen tricksen, um die Figur hier reinzubekommen. Für einen direkten Vergleich, wie groß die Figur ist, habt ihr hier einmal die SH Figuarts Figur von Kid Goku und das ist schon immens. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Figur durch die Brust von diesem Piccolo mal durchgeflogen ist, dann kommt das von der Größe ungefähr auch hin. Kommen wir aber, oder beziehungsweise bleiben wir beim Oberteufel Piccolo und schauen uns die Figur einmal aus der Nähe an. Dafür müssen wir die Beine ein bisschen spreizen, um die Figur hier dann auch nah an die Kamera zu holen. Hier können wir schön sehen, dass das Gesicht sehr toll modelliert ist. Man hat sich hier natürlich an dem verjüngten Oberteufel Piccolo orientiert, nachdem er die Dragon Balls gesammelt hat und sich seinen Wunsch der Jugend wieder erfüllt hat. Und dieses böse Gesicht ist natürlich ein komplett anderes als das, was wir von dem jetzigen Piccolo kennen. Ansonsten hat die Figur natürlich ihren blauen Anzug mit dem riesigen Symbol auf der Brust und den zu der Zeit natürlich noch unbekannten namekianischen Körperfeatures, wie zum Beispiel diesen pinken, ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind so, ja, wie so Schilde über den Muskeln. Ich weiß es gar nicht, ob das irgendwo mal näher benannt wurde. Die sind eigentlich ganz gut verarbeitet. Meine haben so ein paar Farbprobleme. Hier kann man das vielleicht sehen, dass hier so ein paar schwarze Flecken sind. Hier ist es wiederum ein bisschen heller. Das fällt aber auch nur auf, wenn man sich das Ganze im Detail anguckt. Ansonsten auf dem Rücken passiert nicht viel. Dort haben wir auch ebenfalls nur dieses dunkle Blau. Wir haben hier einen lila Gürtel, an dem dann auch der Dreh- und Angelpunkt versteckt ist, aus dem Oberkörper lässt sich sehr schön bewegen. Was mir ein bisschen missfällt, ist, dass hier an den Schultern die Gelenke so zu sehen sind und in die Form der Schultern reinschneiden. Ich denke, das hätte man definitiv auch besser lösen können. Man hätte wenigstens die Joints hier oben in der Farbe anmalen können. Weiter unten sehen wir, dass wir hier eine vergrößerte Form der neuen SH Figuarts Körper haben. Das passt alles super. Von hinten sind die Beine nicht allzu schön geraten, dafür sieht es von vorne umso besser aus. Und ich merke gerade hier, das könnt ihr auch schön sehen, der Körper ist so auf Anschlag gebaut, dass ich hier schon einiges an Abrieb habe, was ich auch nicht so toll finde. Wenn man das konstruiert, dann doch bitte auch so, dass allem vorgesorgt ist. Aber wie gesagt, von vorne sieht das Knie echt super aus. Ansonsten haben wir hier unten noch die Beine und Füße. Außerdem sehen wir dort, dass da noch ein bisschen Haut durchschaut. Das ist auch ziemlich cool. Wir haben also natürlich die Möglichkeit, Piccolo in allerlei mögliche Posen zu bringen. Vielleicht kann man hier nochmal so, könnt ihr sehen, so ein Kung-Fu-Tritt ist auf jeden Fall auch ohne Probleme möglich. Wenn man dann den richtigen Stand hat, kann man die Figur auch entsprechend hinstellen.
Da die so schwer ist, habe ich das Gefühl, dass die definitiv auch alleine in so einer Position stehen könnte, aber die Beine unten sind ein bisschen dünn. Da weiß ich nicht, wie man das perfekt ausbalancieren könnte. Alles aber möglich mit ein bisschen Zeit. Wie auch viele andere oder eigentlich alle anderen Fegorz-Figuren kommt auch Oberteufel Piccolo mit verschiedenen Köpfen. Da ist zum einen einmal dieser hier, der ein bisschen böser dreinschaut. Wir haben hier statt einem Lächeln die fletschenden Zähne und einiges an Adern auf dem Kopf. Was ich eben noch nicht gesagt habe, man kann die Antennen auch leicht drehen. Das gibt dem Ganzen dann auch nochmal einen anderen Look. Dann haben wir hier noch ein komplett wahnsinniges Gesicht, wo auch die roten Adern in den Augen zu sehen sind. Da bin ich mir nicht sicher, ob er da schreit vor Schmerzen oder vor Größenwahn. Der Mund ist auch sehr schön modelliert mit dem Gaumen und den Zähnen. Könnte auch das sein, wo Son Goku ihm durch die Brust springt. Der letzte Kopf ist noch ein bisschen abgefahrener. Das ist irgendwie wie die drei Stufen des Wahnsinns. Das ist der verzerrte Kopf, in dem er am Ende vermutlich sein Reinkarnationsei wieder ausspuckt. Ja, ich glaube, so kann man das ungefähr nennen. Und dieses Ei liegt auch der Figur bei. Es ist sehr schön poliert, sehr schön glänzend. Das ist sozusagen dann die Geburtsstunde von Piccolo Junior, so wie wir ihn kennen. Ich dachte, der fokussiert das jetzt mal. Da seht ihr es schön, so mit so noch ein bisschen Spuckrest dran. Und wir haben da auch so eine kleine Halterung als, ja, wie soll man das sagen, wie für so ein Aufschlag auf der Erde. Das ist ziemlich nice. Das coolste extra an dieser Figur, und das passt dann zu seiner Geschichte mit Muten Roshi, ist dieser kleine Reiskocher mit Siegel. Denn dieser Reiskocher wird dafür oder soll dafür verwendet werden, das Mafuba anzuwenden und Piccolo in diesem kleinen Reiskocher einzusperren. Kann man sogar aufmachen und steht hier sogar noch drin, dass der in China gebaut wurde. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles, kleines Feature. Außerdem das Kleinste, was natürlich bei diesen Standard Dragon Ball Figuren dabei liegt, ein Dragon Ball, und zwar der Ein-Stern Dragon Ball. Die rollen hier natürlich immer bei meinem schiefen Tisch weg, deswegen packe ich den einfach in den Reiskocher. Natürlich kommt Piccolo nicht nur mit den beiden Fäusten, die diese Figur dort gerade hat, sondern er hat auch noch zwei Hände für Ki Blast Attacken, zwei Hände für Greifattacken oder andere Martial Arts Posen, und er hat noch eine Hand, um etwas abzuschlagen, und einen Finger, um zu zeigen oder vielleicht sogar schon die Teufelsspirale vorzubereiten. Dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob Oberteufel Piccolo die Teufelsspirale schon konnte. Jetzt bringen wir ihn noch mal eben kurz fürs Fazit in eine coole Position. Ich denke, das reicht, da braucht man nicht die Hände irgendwie noch umtauschen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Figur, weil sie auch so schön groß ist, aber sie ist auch dementsprechend schwer und dann manchmal ein bisschen umständlich zu posieren. Aber ich bin immer froh, wenn manche Figurenreihen auch mal einen Bösewicht bekommen, denn das ist manchmal bei vielen Figuren Mangelware, da man sich natürlich die Helden oftmals besser verkaufen. Hier haben wir nun also eigentlich den
Bösewicht der Bösewichter, Tau Bai Bai, ist ja auch angekündigt und ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwann nochmal Prinz Pilaf vielleicht in so einem Dreierpack mit seinen zwei bzw. drei Lakaien bekommen. Das würde ich ziemlich feiern. Aber jetzt haben wir mit Piccolo hier erstmal einen der bekanntesten Schurken aus dem originalen Dragon Ball und ich denke, da kann man schon sehr zufrieden sein. Wenn euch das Review gefallen hat, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, so wie ich es auch schon am Anfang des Videos angekündigt habe. Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss.